Herzlich willkommen zusammen zum heutigen Interview über die Macht der Freude und der Wahl in der Identität im Rahmen vom Projekt Exchanging Perspectives. Mein Name ist Katrin Hamacher. Ich bin die Gründerin des Projekts Exchanging Perspectives, um Diversität in der Ausbildung und Praxis zu mentaler Gesundheit und relevanter Themen zu fördern, zu empowern, zu verbreiten. Und heute habe ich die große Ehre, Emily Maruko Valentin interviewen zu dürfen. Bevor sie sich vorstellt, noch kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Psychologin und spezialisiere mich in systemischer Therapie aktuell. Und genau, in dem Rahmen führe ich auch diese Interviews durch, um nochmal verschiedene Blicke auf Gesundheit, auf Aspekte und alles, was dazu beiträgt, zu gewinnen. Ja, Emily, ich freue mich, dass ich dich hier haben darf, dass ich dich heute zu deinem Thema interviewen durfte. Dankeschön. Oder darf. Dankeschön. Und würde dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Was ist deine Profession und warum hast du für dich entschieden, dich im Bereich Gesundheit oder auch mentaler Gesundheit zu spezialisieren? Gut, Katrin, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview mit mir. Ich freue mich. Mein Name ist Emily Maruko Valentin. Und warum habe ich mich für dieses Projekt oder diese mentale Gesundheit, warum interessiere ich mich dafür? Weil ich ursprünglich aus der Gesundheitswesen komme. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Ernährungscoach und war selber als Kind, habe ich schon mit einiges zu kämpfen gehabt. Und ich habe immer die Frage gestellt, wie könnte man es machen, dass man leichter hat im Leben, dass man gesund leben kann. Und da bin ich. Das ist der Grund, warum ich das mache. Vielen Dank, dass du deinen Grund mit uns teilst. Ja. Wo praktizierst du denn eigentlich und welche Symptome behandelst du? Also ich lebe in Trier. Ich praktiziere online, aber auch wenn Leute am Ort kommen, dann praktiziere ich. Ich mache die letzte Zeit überwiegend auch Gruppenarbeit, da ist mehr dynamisch drin, weil dieses System es erlaubt, dass man einfach in der Gruppe arbeitet und jeder trotzdem seinen Schutz behalten kann. Genau. Wie würdest du dich selber beschreiben? Welche Angebote machst du? Und in welchen Ansätzen hast du dich ausgebildet? Was wendest du an? Also ich selber, ich bin eine, ich sehe mich als eine Person zwischen Ärzten, Heilpraktiker, Pädagogen und Psychologen. Ich bin so ein Bindglied zwischen diese verschiedenen Berufsgruppen. In meiner Arbeit, was wende ich an? Man muss so sagen, neben diese verschiedenen Beruf habe ich autogenes Training. Lehrerin bin ich auch. EFT zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Was heißt EFT? Emotionale Freiheitstechnik, das ist eine Klopfakupressur. Und mein Bereich, ich kümmere mich überwiegend um die Emotionen der Leute und ich kümmere mich um ihre Energie. Mir geht weniger darum um Symptome, mir geht es um den Menschen. Weil es ist egal, was der Mensch macht. Wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich eine genug Energie, die gleich das Haus ist. Und so muss man sich vorstellen, wenn ich mit den Leuten arbeite, sie kommen mit einem bestimmten Themen
ob Krankheit, ob andere Zielsetzungen sind. Es geht immer darum zu schauen, wie viel Energie hat diese Menschen zur Verfügung, wie kann man diese Energie optimieren, damit er am Ende mit dieser Energie das, was er erreichen will, auch machen kann. Okay, autogenes Training, emotionsfokussierte Therapie. Ja. Du hast, glaube ich, noch weitere Ansätze, also, ne, die du nutzt. Das größte Ansatz, die ich nutze, ist die Viva Vision. Das ist eine von mir entwickelt, ganzheitlich Vision. Das bedeutet, wir gucken, egal womit der Mensch kommt, ich schaue rundherum. Der Bereich, ein Bereich ist seine Gesundheit, da sind ja diese drei Triade, Ernährung, die Psyche und die Bewegung. Das ist der eine Teil und dann gibt es ja einen Teil, die Art und Weise, wie er oder sie kommuniziert mit sich selbst und mit seiner Welt. Und der dritte Punkt sind seine Kompetenz, sein Beruf oder Berufung und somit, wie er eben im Leben finanziell gestellt ist. Das sind alle Bereiche, wenn sie nicht im Gleichgewicht sind, sie beeinflussen sich gegenseitig, dass ein Mensch, manchmal sind die Menschen krank, aber die Krankheit kommt nicht von etwas, was sie glauben, sondern es kommt von ganz weit von was anders. Ja, okay. Vielen Dank. Ja, gerne. Viva Vision, wie ihr seht, darf ich heute bei Emily zu Hause sein. Das ist ihr Logo zu ihrem Ansatz. Wir werden auch später noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Also, du beschreibst ja einen sehr holistischen Ansatz, ne, in ganz deiner genau. Arbeit. Du schaust von ganz vielen Perspektiven, sei es Ernährung, sei es das Physische. Ich glaube, du hast sogar auch bist staatlich anerkannte Physiotherapeutin. Ich bin staatlich anerkannte Physiotherapeutin und Heilpraktikerin und eben Ernährungs auch staatlich anerkannte Ernährungscoach. Das heißt, alles, was um den Menschen geht, interessiert mich. Ich habe für Hobby, ich liebe Menschen. Und ich glaube, ich habe auch gelesen auf deiner Website, dass du auch Ansätze unter anderem aus der chinesischen Medizin verwendest. Ja, das heißt, die eine Ausbildung, die ich gemacht habe, ich bin eine Instruktor für Kinesiologie, also Touch for Health. Das heißt, das ist ja, wo wir überhaupt die ganzen Elemente anschauen. Und schauen, ist es zu viel? Es geht immer um die Gleichgewicht. Was ist zu viel da, was ist zu wenig? Wenn etwas zu viel vorhanden ist, dann automatisch etwas zu wenig. Und da ist es immer die Frage, wie schauen wir es, dass die Dinge in Gleichgewicht kommen? Okay, wow. Und, was ich auch gelesen habe, in gewaltfreier Kommunikation hast du dich auch weitergebildet. Genau, genau. Und ich liebe es, weil egal, wie wir miteinander kommunizieren, ist weniger was wir sagen, sondern die Energie, die hinter diesen Worten steht, das ist entscheidend. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gibst in das, was du, worin du dich schon weitergebildet hast und was du auch anbietest. Nun hast du ja heute das Thema die Macht der Freude genau. und die Wahl in der Identität gewählt. Genau. Was hat dich dazu bewegt, dieses Thema zu wählen? Also ich bin selbst immer in der Freude zu Hause. Für mich die Freude ist zeigt, dass ich angekommen bin. So. Und jedes Mal, wenn wir uns nicht freuen, das ist für mich ein Zeichen, wir sind nicht angekommen. Angekommen im Leben drückt sich immer mit Freude aus. Und zumal auch die Freude ist ein Gefühl, womit wir unser Leben kreieren können. Und zwar so, wie es uns gefällt, weil wir dann ankommen.
die Wahl. Das heißt, wir können auch diese Emotionen, wovon ich rede, die Emotion ist immer das Endergebnis, was wir schon erlebt haben. Und die Freude ist etwas ganz Neutrales, wenn es da ist. Die Freude respektiert keinerlei gesellschaftliche Normen. Wenn ich mich freue, dann drückt sich mein Körper das aus, er fragt mich nicht rum. Wenn jemand vielleicht nicht so gut drauf ist und ist in gesellschaftlicher Umgebung, kann er versuchen, das zu unterdrücken. Aber bei der Freude, es geht automatisch und stecke auch alle anderen mit und die Leute machen auch gerne mit und es ist sehr heilsam und das ist auch der Ursprung von unserem Heilungspotenzial. Deswegen wähle ich das ganz gezielt, die Freude in Verbindung mit unserer Identität. Und wie machst du das? Also wie können wir uns das vorstellen? Wie wendest du die Ansätze vielleicht darauf an? Ja, zum Beispiel, ich sage, jeder von uns hat ein Auto, also oder auch wenn er kein Auto hat, weiß, wenn wir auf der Autobahn fahren und es blinkt rot, dann fahren wir aus, um zu schauen, fehlt Wasser, fehlt Öl oder sonst was. Und dann machen wir das in Ordnung. Bei uns Menschen, wenn diese Lämpche läuft, meistens wir übersehen dieses Lämpchen. Deswegen sage ich, wenn wir unterwegs sind mit uns selbst und wir bekommen ein Signal, macht Sinn, dass wir dieses Signal achten. Und für den Mensch, wenn ich morgen aufstehe, ich gehe nicht einfach los, sondern ich überprüfe mein System. Wo stehe ich gerade? Wenn ich jetzt merke, oh, ich bin nicht besonders gut dran, also ich überlasse es nicht an einem Zufall, nicht an einen Dritten, der mich steuere. Ich steuere mich, indem ich mich morgen schon frage, wie wäre es, wenn ich heute wunderbare Menschen anstecken könnte? Oder wie wäre es, wenn ich heute Freude spenden könnte? Und so mache ich mein System, bereite ich es vor, für die Art und Weise, wie ich meinen Tag beginnen möchte. Okay, vielen Dank. Du sagst ja auch, du hast Viva Vision selbst erklärt. Mhm. Hier nochmal im Hintergrund der Hinweis. Ja. Kannst du uns bitte mehr über den Ansatz berichten? Ja, also Viva steht für vitale Balance. So, wenn wir von Balance stehen wir immer für Gleichgewicht und vital, das beschäftige sich mit unserer Lebenskraft. Und das Wichtigste, was wir haben im Leben, ist unsere Lebenskraft. Ich habe damals, ich war sehr krank gewesen und war bei verschiedenen Ärzten. Ich bin von A nach B und am Ende habe ich gedacht, so, meinen Körper besitze ich. Ich bin der Besitzer meines Körpers. Der Arzt ist nur ein Helfer. Ich kann ihm nicht mein Leben delegieren oder auch nicht an Therapeuten. Und daraufhin habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu suchen, wo könnte die Ursache liegen. Und die Ursache liegt meistens schon im feinstofflichen Bereich, als man glaubt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, wie wir die Sachen regelmäßig tun, werden zu einer Art Informationsfeld, die uns zu Gesundheit steuern oder auch zu Krankheit steuern. Und ich bin heute sehr dankbar für diese damalige Leiden, weil es hat mich dazu bewogen, bewusst alle Bereiche meines Lebens zu durchforschen. Und da bin ich darauf gekommen, Emily, so kannst du nicht weitermachen. Wenn du weiter dein glückliches Sein, was dir in Weg gelegen wurde, behalten willst, musst du eine
Schritt nach hinten und dann Dinge umdrehen. Und da bin ich, ja, in dieser Schmerzenphase war ich bei einer Heilerin in Luxemburg und wir haben uns ausgetauscht und da wurde ich klar, was mein Weg ist. Und als ich nach Hause kam, habe ich geschrieben und als ich fertig war mit dem Schreiben, da waren meine Schmerzen weg. Und das war das Beginn von Vitale Balance. Und seitdem, ich bin jeden Tag, es entwickelt sich weiter. Und ich habe in dieser Phase sehr liebevolle Menschen kennengelernt, die das Fieber auch mittragen. Der eine macht Flyer, der andere macht Interview, der so weiter und so fort. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich selbst zu begegnen. Wer wir sind, macht einen Unterschied im Leben. Dankeschön. Bitte. Wie bietest du denn deine Trainings an? In welchen Formen sind das? Also ist das physisch? Online? Ich biete es an, wie ich schon sagte, online oder auch in Präsenz. Beide sind möglich. Mhm. Oder Leute können auch sagen, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nur allein arbeiten, dann kann er auch mich buchen und kann sein Thema aussuchen und dann können wir das gemeinsam durchgehen. So wie eine Schneiderin, die derjenige kommt und sagt, ich möchte das so und so haben, so ist bei mir, aber eben auf mental, emotional und psychischer Ebene. Okay. Ja. Und wie können Menschen aus dem In- oder auch Ausland also mit dir in Kontakt treten und deine Angebote annehmen? Sie können per E-Mail sie können mich anschreiben per E-Mail oder sie können auch mich anrufen und dann können wir das erste Gespräch durchführen, was kostenfrei ist. Okay. Zum Kennenlernen. Ob das überhaupt, es ist so. Meine Arbeit ist so, es ist wichtig, dass derjenige von sich sagt, ja, das ist die Person, mit der ich arbeiten möchte. Es passt, dann ja. Ansonsten müssen wir uns nicht quälen. Okay. Da ist die Freiheit sehr wichtig, die Wahl sehr wichtig für mich. Mhm. Ja. Und magst du deine Kontaktdaten mit uns teilen? Also deine E-Mail-Adresse oder soll ich die später unter das Video Verfügung stellen? Genau, wir schreiben die Adresse später unter das Video, dann können die Leute es sehen. Okay, was denkst du, inwiefern können Kolleginnen in deinem Ansatz ausgebildet werden? Ja, also bei mir, bevor man ausgebildet werden kann, ist es wichtig, dass man erstmal zur Praktikerin wird. Das heißt, das wäre dann 30 Tage Training, wo derjenige dann mit sich selbst arbeitet, wo wir schauen, wo sind seine persönlichen Widerstände, weil ich war sehr lange selber Therapeutin, bin immer noch. Es ist so, auch wir Therapeuten haben unsere Begrenzungen. Und wenn wir anderen Menschen helfen wollen, macht Sinn, dass wir erstmal unsere Selbstbegrenzungen einfach lösen. Weil sonst geben wir unsere Begrenzung an den Klienten oder Patienten weiter. Weil es reicht im Leben, wenn eine einzige Person an dich glaube, dann bringt er dich weiter. Aber wenn diese Person, jeder Mensch, der an deine Person zweifelt, der bringt dich zum Scheitern. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass wir Therapeuten oder wie wir uns auch benennen, wir Menschen, die mit anderen arbeiten, es macht Sinn, dass wir lernen, uns selbst in Fragen zu stellen und eigentlich täglich in Fragen zu leben. Weil wenn wir anfangen zu sagen, ich weiß, dann hören wir auf zu lernen und dann es wird dann schwierig für den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Mhm. Ja. Okay.
Dankeschön. Da kam gerade eine Frage in den Chat. Ja. Und zwar, kannst du konkrete Beispiele aus der Praxis nennen, mit welchen Themen Menschen zu dir kommen? Also Menschen kommen überwiegend oft mit Selbstwertproblematik. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen, die wir oft sehen draußen, wo denken, selbstbewusst, stark, aber sie lieben sich selbst nicht. Es fängt schon an, wo der Mensch mit seinem Körper sich nicht wohlfühlt. Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu rund, meine Augen sind zu klein. Alle diese Sachen sind Begrenzungen. Und ich sage, unser Körper ist unsere Verbündete in diesem Leben. Und ohne den können wir das, was wir leben, sagen, abschreiben. Und so wie wir manchmal unseren Körper behandeln, wir fragen ihn nicht, ob es ihm schmeckt oder nicht. Wir machen einfach. Wenn ein Freund oder eine Freundin mit uns so umgehen würde, ich glaube, wir würden die Freundschaft längst kündigen. Das heißt, die meisten Themen sind eben halt Selbstwert, sich selbst verwirklichen, Partnerschaft, also passende Partner finden, oder manchen kommen und sagen, ich habe immer das gleich wiederkehrende Themen. Das sind so Bereiche, wo ich unterwegs bin. Hm. Ja. Okay. Hm. Eine Freundin hatte mich angesprochen, tatsächlich, als ich den Flyer für dein Interview geteilt habe. Ja. Du hast ja auch dich selbst beschrieben als Trainerin für Träume. Ja, ich bin Trainerin für Träume, für Good Feeling und für Gesundheitsprävention. Für mich, ich betrachte, Krankheit ist kein Thema für mich. Auch wenn jemand zu mir kommt, weil er irgendeine Krankheit thematisch hat, wir setzen ein klares Ziel. Das heißt, sein Ausgangspunkt ist Krankheit. Wie heißt seine, da wo er landen will, wie heißt das? Das muss er klar benennen können. Und dann ab diesem Augenblick ist unser Fokus, wo er hingehen möchte und nicht mehr, wo er steht. Da wo er steht, wir lassen es so stehen und kümmern uns, wie wir es machen, dass wir die Energie potenzieren, dass die Gesundheit entstehen kann. Weil unser Gehirn hat die Fähigkeit. Er ist da, um zu senden und zu empfangen. Wir kreieren quasi jeden Tag unsere Realität. Und wenn wir dieses Gehirn benutzen können, um unsere Krankheit, unsere Nöte, unsere Sorgen zu kreieren, können wir auch die benutzen, unsere Träume zu kreieren, unsere Gesundheit Krankheiten vorzubeugen. Wir müssen nicht leiden. Wir haben die Potenzial, wenn wir das Know-how haben, können wir glücklich leben, länger leben, gesünder leben und immer Kind bleiben im Herz. Ja. Okay. Dankeschön. Und wie können wir das auch nutzen? Du sagtest ja auch, ein Teil deiner Thematik, die du gewählt hast heute, ist, um unsere Identität zu wählen. Ja, weil unsere Identität ist so, das sind die Summe von alles, was wir denken, dass wir sind. Wir kleben an Dinge und glauben, das sind wir, was ja aber nicht die Wahrheit entspricht. Ich habe eine Krankheit, ich bin nicht meine Krankheit. Ich habe Sorgen, ich bin nicht meine Sorgen. Dass wir lernen, quasi uns als Wesen von verschiedenen Dingen separat zu trennen. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Wenn ein Schüler in die Schule geht, bekommt schlechte Note, ja?
das Kind bekommt das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sehr viele Erwachsene, die herkommen, mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und sie berichten von ihren Schulzeiten. Das heißt, ich kann etwas machen, wenn es nicht, mir nicht gelingt, heißt nicht, dass ich nicht gut bin, sondern das Ding ist mir nicht gelungen. Es war eine Erfahrung und die kann ich als eine Erfahrung von tausend ansehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, das, was wir tun und was wir sind, auseinanderzuhalten. Und wenn wir die Freude als Ausgangspunkte setzen für unsere Identität, weil wir sie bewusst wählen, dann können wir damit unser Leben besser steuern und wir lassen nicht mehr. Wir werden als Prinzessinnen und Prinzessinnen in unserer Burg nur Menschen Eintritt zulassen, wenn wir es wollen. Nur wenn wir nicht wählen, kann jeder entscheiden, ob ich heute lache oder nicht lache. Ob der Chef entscheidet, ob ich gut Laune habe oder nicht. Aber jeder weiß, diese inneren Stressen, die sind die, die uns meistens zur Krankheit führen. Und die Freude ist das Gegenteil. Die Freude ist wie das Licht in unserem Inneren, so wie das Licht in Dunkelheit. Und wenn die Freude da ist, dann alle Zellen tanzen in uns. Und das kann man so kreieren. Das kann man so kreieren. Man kann alles in seinem Leben, weil wir haben nicht alle die gleichen Realitäten. Das heißt, unsere Denken, so wie ich über mich denke, das projiziere ich nach außen. Und so wie andere auch über mich denken, mach etwas mit mir aus. Das heißt, in diese Identitätsfrage, ob ich Freude habe oder nicht Freude, entscheidet darüber, was kreiert wird, welche Realität entsteht. Ein Mensch, der glücklich ist, der freudig ist, der ist schwierig, gleichzeitig Freude zu empfinden und gleichzeitig jemand eine Ohrfeige zu geben. Die passen nicht. So, wenn ich glücklich bin, es wird schwierig sein, dass jemand andere verletzt und mich selbst auch nicht. Und Freude ist eine Art des Schutzes für uns selbst und auch für die anderen. Okay, vielen, vielen Dank. Ich bin immer sehr inspiriert von deinen Ideen, wie du ja weißt. Und ich muss auch direkt daran denken, an unser erstes Treffen. Ja. Da hast du dich mir vorgestellt, ja, auch und mit einer Metapher, mit der Baummetapher. Magst du die einmal teilen? Ich ja, das, also ich bin eine immer grüner Baum mit deutschen Blättern und afrikanischen Wurzeln aus Togo. Das hast du für dich gewählt. Genau, das ist meine Wahl. Ja, genau. Der Beschreibung auch. Genau, und das bedeutet, Wunder ist möglich. Normalerweise in der Realität, man kann nicht eine andere Wurzel haben und eine andere Blätter bekommen. Aber bei mir geht das. Du meinst jetzt, wenn du in der Natur ja, bist. Ich habe ja eine afrikanische Wurzel und deutsche Blätter. So normalerweise, wenn man so Metapher sieht, was du säst, das erntest du. Aber in Wunderwelt ist alles möglich. Ja. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Als nächstes wollte ich dich auch noch fragen, dadurch, dass du ja auch einfach viel Erfahrung auch hast in verschiedenen auch Umwelten und was ich auch durchaus als mega Ressource einfach sehe, ist ja, dass du verschiedene Sprachen sprichst. Du hast mir heute Morgen nur ein bisschen Ebbe beigebracht, ne? Und ich habe versucht, die Worte, die ich gelernt habe, mit dir auch zu teilen. Genau. Auf welchen Sprachen bietest du deine Arbeit an? Also ich biete es zurzeit, arbeite ich in Deutsch. Ansonsten spreche ich auch Französisch, so wie Deutsch auch.
Ich spreche Ewe, das ist auch meine Muttersprache. Und ich spreche Englisch, aber meine Englisch werde ich demnächst nochmal feilen. Und ich habe in Mali gelebt, da habe ich auch Bambara, du sprichst ja auch ziemlich die eine Sprache aus Sambia. Aus Gambia? Gambia, genau. Mandinka? Genau, das ist ähnlich so. Ah, okay. Genau, Bambara. Aber, also ich spreche es nicht fließend, aber. Ja. Also genau. Grundkenntnisse habe ich. Genau. Also ich habe diese Sprache schon fließend gesprochen, wie Deutsche heute. Aber mit der Zeit ist es ja fast über 25, 30 Jahre her, wo ich das nicht mehr gesprochen habe. Aber ich verstehe das, wenn ich das wieder höre, dann kommt die Erinnerung raus. Ja, genau so. Ich kann sagen, 3 aktive Sprachen und 2 passive Sprachen. So. Ja. Danke. Bitte. Ja, was können denn Individuen tun, ja, um mehr Macht über ihre Freude und, ja, die Wahrheit ihrer Identität zu spüren? Was würdest du denen raten? Also ich würde denen raten, dass sie A, anfangen, ihre Körper zu respektieren. Das ist das Instrument, das wichtige Instrument, was wir haben, womit wir unterwegs sind. Und dass sie ihre Körper fragen, wenn sie etwas vorhaben. Da kann ich meinem Körper sagen, hey du, heute, ich möchte in die Wald spazieren gehen. Bist du mit mir einverstanden? Weil wir haben einen Körper. Wir sind nicht nur unser Körper. Wir haben verschiedene Anteile. Das heißt, der Körper als Anteil von uns muss auch integriert werden und nicht nur ausgebeutet und benutzt werden. Deswegen ist wichtig, dass wir den fragen, du, ich möchte das und das machen, bist du einverstanden? Und dann in uns hinein fühlen. Wir wissen, wenn es ja ist, dann kommt Freude auf. Und sobald wir irgendein mulmiges Gefühl haben, dann wissen wir eigentlich, der Körper sagt nein, er will das nicht. Und dass wir uns nicht zwingen brauchen. Ja. Also diesen Mut, das dann auch zu nutzen und einzugestehen. Genau. Ich möchte das nicht, genau. Das muss nicht und es ist okay. Ja, und dass wir auch lernen, nein zu sagen. Jede Ja zu anderen ist ein Nein zu uns in gewisser Hinsicht. Es gibt ein Sprichwort, ich glaube, es heißt, jede Entscheidung ist ein Verzicht. So, dann ist die Frage, worauf möchte ich in meinem Leben verzichten? Ich persönlich lerne, auf Menschen zu verzichten, die jeden Tag meckern. Ich gebe ihnen einen Raum zu meckern, aber ich muss die nicht dabei assistieren. Ich verschwinde, wenn ich merke, dass das Gemeckert mir zu viel wird, dann gehe ich weg von dem Ort. Aber liebevoll. Ich sage den anderen nicht, dass sie es nicht tun sollen oder so. Nein. Sie haben das Recht, so zu sein, wie sie sind. Aber auch Menschen, die denken, dass das Miteinander, das ehrlich Miteinander wertvoll ist, sollen es auch leben und soll auch kultivieren. Und da kann man auch seine Umwelt wählen. Ja. Okay. Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, auch ja, um die Umwelt auch so ein bisschen vielleicht mit einzubeziehen. Ja. Was denkst du, könnte gesellschaftlich dazu beitragen, dass Menschen vielleicht auch, vor allem hier in Deutschland, ja, mehr diese Räume auch einander geben? Macht, ja, über die Freude zu haben, Macht über die Wahl der Identität zu haben. Ja, es ist so, wenn wir Freiheit wollen,
müssen wir wählen. Das bedeutet, solange ich dir etwas nicht gestehe, wird mir schwierig sein, dass ich mir selber auch gestehe. Das heißt, wenn ich, für mich ist wichtig, ob jemand schwach oder stark spielt, keine Rolle. Er ist ein Mensch und er kann Fehler machen. Ich kann auch Fehler machen. Wenn er hinfällt, statt drauf zu klopfen, helfe ich ihm. Und das macht das Leben einfacher, weil in dem Moment, wo ich meine Freiheit gewählt habe, bedeutet für mich, jeder darf so sein, wie er will. Sein Leben gehört ihm. Und der ist dafür verantwortlich und keine andere. Deswegen ich persönlich, auch wenn ich irgendwas habe, auch wenn ich scheitere oder scheitere ist nicht das richtige Wort, wenn ich mir etwas misslinge, sage ich nicht, dass irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich befinde mich immer in der Verantwortlichkeit, egal was mit mir geschieht. Weil dann kann ich was daran ändern. Aber wenn ich sage, der andere, dann bin ich Opfer. Und wenn ich Opfer bin, dann kann jeder mit mir machen, was er will. Und ich lasse den Raum für den Menschen zu sein, damit ich auch sein darf. Ein Anderssein sein ist auch ein Sein. Wir müssen nicht alle gleich sein. Und da ist halt diese Vielfalt auch zu respektieren. Ja. Vielleicht jetzt auch dahingehend, Noah, vielleicht auch natürlich starke Beispiele, aber ja. In Situationen, wo Menschen Gewalt erleben, ja. Auf verschiedene Weisen, mhm. Sei es sexueller Art, sei mhm. es physischer, sei es emotionaler Art. Mhm. Ja, wie ist da dein Ansatz? Also das heißt, wenn man Gewalt erfahren hat, das sind ja sehr bittere Erfahrungen, die man macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wir Menschen, wir sind uns sehr nah, wenn wir bittere Erfahrungen machen. Vorher sind wir oft von uns selbst sehr entfernt. Aber durch solche Ereignisse, wir kommen zurück zu uns. Und wir können diese Erfahrung nehmen, um einen neuen Sprung nach vorne zu machen. Es kommt auf unsere Entscheidung an. Das heißt, wenn wir bei dem Täter bleiben, dann pflegen wir unsere Leiden. Und ich sage, das, was meine Mutter sagt, als ich Kind war, sagt, wenn du Wasser im Sand gießt, kannst du es nie wieder zurücknehmen. Das heißt, wenn Dinge geschehen sind, die wir nicht rückgängig machen können, wir können trotzdem uns heilen, die Zeit heile Wunden. Wir können uns neue, genau das Gegenteil wählen von das, was wir erlebt haben und das kultivieren, damit wir nicht wieder zurückfallen. Nur wenn wir das Gegenteil nicht nehmen und wir jeden Tag immer in das Leiden Erinnerung immer wieder, bedeutet, unsere Nervensystem lernen diese Information so stark zu integrieren, dann wird es schwierig, davon abzukoppeln. Und deswegen macht viele Therapieansätze sehr schwer, weil die Leute nicht Abstand nehmen vom Leiden. Man erzählt und erzählt und erzählt. Leiden stehen lassen. Es war mit großem Respekt trotzdem stehen lassen. Es ist ein Erlebnis. Es ist eine Geschichte. Ich kann heute neue Geschichte schreiben. Das entscheide ich. Um wieder Selbstbestimmung zu bekommen. Genau. Und, ich muss auch gerade, wo du das nochmal erzählst, an ein Zitat von dir denken. Das hat mich auch, oder seit du es mir gesagt hast,
inspiriert es mich und ich halte es mir immer wieder auch selber vor. Andere können dir Schmerzen zufügen, aber du entscheidest, ob du leidest. Genau. So, ne? Also diese der Verletzung, den Respekt, wie du das auch vorher gesagt hast, zu geben und zeitgleich ja nicht in Ohnmacht zu verfallen. Genau. So. Und das ist, muss man auch es ist sehr wichtig zu unterscheiden. Es geht nicht darum, die Dinge zu unterdrücken, weil wenn wir sie unterdrücken, dann fressen sie uns. Sondern ganz genau, ich liebe es, ich sage, ich bin in Deutschland, wir leben in einem Land, wo man von Wissenschaft sehr, sehr, die Menschen sind sehr wissenschaftlich orientiert. Und ich sage, wenn du was erlebt hast, Fakt ist, es ist passiert. Das ist Fakt. Aber du musst Wegen gehen oder es ist wichtig, Wegen zu gehen. Und wenn du es geht und es dir Ergebnis bringt, dann hast du deine eigene Wissenschaft für dich entdeckt. Und das können wir unserer Menschen da sein als lebendiger Raum für immer neue Forschung. Nicht nur im Labor, sondern wie in alltäglichen Leben können wir selber Wege gehen, schauen, ich habe Ergebnis. Nein, das geht nicht so gut mit mir. Ich mache anders. So finde ich, das ist der Ansatz. Ja. Ja. Vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassend auch die Frage, wenn es gerade um diese, sage ich jetzt mal, Wahlfreiheit ist, in der Form von Freude, Identität, anderer Themen, Heilung geht, was würdest du den anderen, also deinen anderen KollegInnen, du hast gesagt, oftmals, in Anführungszeichen, kommen Therapieprozesse vielleicht an bestimmten Punkten nicht mehr weiter. Mhm. Was würdest du uns, also deinen KollegInnen, raten dazu? Ich erteile nicht so gerne Ratschläge, weil in Deutschland sagen wir, Ratschläge sind, zum anderen zu schlagen. Das ist nicht mein Ansatz, aber mein Impuls wäre, dass Therapeuten aufhören, die Last der Mensch von ihnen zu nehmen. Ihnen den Raum geben, damit sie ihre Wege gehen können. Dann, weil mit meiner langjährigen Erfahrung, wenn wir den Menschen das Gefühl geben, ich mache das für dich, ich weiß es. Nein, wir wissen weniger über den Menschen. Diejenigen, die wirklich wissen, das sind die Menschen, die zu uns kommen. Sie wissen um sich. Und sie kommen und sagen auch uns nicht die gesamte Wahrheit. Und das macht die Arbeit schwierig. Aber ab dem Moment, wo ich denjenigen seine Verantwortung gebe, er ist für sein Leben verantwortlich. Und ich glaube, dass er das kann. Und ich bin dabei, begleite ihn. Dann macht er sich offen und er kann selber machen. Und das macht die Arbeit für uns leichter und für ihn auch leichter. Das ist auf einer Augenhöhe, nicht wir oben und die da unten. Die sind schon in einer Position, wo sie leiden. Dann braucht sie Menschen, wo sie das Gefühl haben, hier bin ich aufgehoben. Hier bin ich als Mensch wertvoll. Ich bin geliebt, unabhängig, womit ich jetzt komme. So, ja. In der systemischen Therapie haben wir auch diese Haltung und gehen auch davon aus, wir nutzen oft der oder die Klientin, sind Expert. Innen für sich selbst. Genau das. Oder das System, je nachdem, wenn mehrere Menschen kommen, sind ExpertInnen für sich selbst. Ja. Genau. Vielen Dank auch tatsächlich für deine Anmerkung zu meiner Wortwahl. Ich habe darüber noch nie nachgedacht und hätte vielleicht einfach empfehlen sagen können, Ratschein. Und finde es auch immer wieder spannend, mich mit Sprache und was das kreiert, auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Deswegen vielen, vielen Dank für deine Anmerkung. Nur kurz, die Sprache ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, auch bei meiner Arbeit.
Es kann ja passieren, dass die Leute kommen und wenn wir über gewissen Themen arbeiten, wenn es um Krankheit geht, dass ich dann sage, Frau Müller, wenn Sie hier rauskommen, Sie reden nicht mehr über Ihre Krankheit. Wenn Sie gefragt werden, wie geht es Ihnen, da sagen Sie, ich bin auf dem besten Weg. So, damit haben Sie sich selbst nicht belogen, Sie haben den anderen auch nicht belogen, aber Sie müssen nicht mehr über Ihre Krankheit eben reden. Und wie du auch schon sagst, die Sprache ist sehr wichtig, weil unsere Sprache kreiert die Realität. Und deswegen ist wichtig, dass wir sehr behutsam mit Worten umgehen, weil sie auch unseren Raum als Menschen programmieren, kann man auch sagen. Ja, genau. Ja, und zur Wirklichkeitskonstruktion so, beitragen. Da, so, ne? Genau, ja. Genau das. Ja. Ja. Wahnsinn. Und auch, dass wir ja mit Worten, auch wenn wir es vielleicht gar nicht intendieren, aber verletzen können und auch wieder heilen können. Ja, genau. Über Worte. Ne? Ja, die Worte haben sehr, sehr große Macht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Schöpfungskraft geht, man sagt immer, so oft aus Lustige sagt man, der Herr sprach und es gab Licht. So, ja, das heißt, über die Sprache können wir Licht ins Leben rufen, wir können auch Dunkelheit ins Leben rufen, wir können alles, was wir, das Wort ist ein Befehl. Das Wort ist ein Befehl. Und jedes Mal, wo jeder von uns irgendwas sagt, er prägt nicht nur sein eigenes, er verändert nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch die Menschen, mit denen er lebt. Ja, ja, spannend. Ich finde es auch, war, also die Wirkung von Sprache und Wohlbefinden darüber zu kreieren, echt eine super, super spannende. Genau, du weißt, wie sehr ich angetan bin von deiner Arbeit mit Sprachen, so weil wir diese Forschung machen und wir wissen, wie viele Reflexen die Sprache im Gehirn hat, was es mit uns macht und es ist einfach faszinierend. Ja. Ja, Emily, warum findest du es wichtig, dass wir als KollegInnen Perspektiven zu mentaler Gesundheit und verwandten Themen austauschen? Ja, das ist, damit wir selbst auch wachsen und unsere eigenen Blindflecken anschauen, aber auch erkennen, dass das Leben ist ständig Entwicklung. Und das Wissen heute ist weiter. Und wir wissen, dass es einfach Sinn macht, wenn wir miteinander tauschen, lernen wir voneinander. Und ein Gedanke A plus Gedanke B gibt ein Gedanke C. So, und können wir immer neu kreieren. Wir sind da, um immer wieder zu kreieren. Ja, deswegen macht das schon einen Sinn, miteinander zu tauschen. Und voneinander zu lernen. Ja. Dankeschön. Bitte. Vielen Dank für deine Perspektive dazu. Angenommen, jetzt kommt eine systemische Frage, die Wunderfrage. Ja, okay. Angenommen, über Nacht geschehe ein Wunder. Und ein Aspekt hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung oder ein Aspekt zu vielleicht auch gerade mentaler Gesundheit verändert sich zum Besseren aus deiner Sicht. Mhm. Woran würdest du am nächsten Tag erkennen, dass dieses Wunder geschehen ist? Also ich erkenne das Wunder geschehen, wenn Leute mich anrufen oder mir schreiben, Emmy, das ist wahnsinnig. Also ich kann den anderen verzeihen. Du, dass die Schmerzen, die seelischen Schmerzen, die ich hatte,
Ich denke über das Problematik nach, ganz bewusst, aber ich habe keinerlei emotionale Regung mehr. Das heißt, dieser Sumpf ist ausgetrocknet. Sie haben dann einen Abstand und können ihre Erlebnis wirklich als Geschichte ansehen, drüber erzählen, es schmerzt nicht mehr, dann ist Heilung eingetreten. Ja. Vielen Dank. Ja, was möchtest du noch sagen? Was würdest du vielleicht gerne als Take-Home-Message mitgeben? Also, ja, ich würde einfach sagen, die Menschen sollen, also es ist mein Wunsch, dass jeder Mut nehmen soll, seine Einzigartigkeit zu leben, zu träumen und zu verwirklichen, weil jeder von uns ist ein Geschenk für diese Welt. Und wenn jeder seine Einzigartigkeit pflegt und lebt, dann haben wir uns ein schönes Wohnzimmer. Also unsere Welt ist ein schönes Wohnzimmer, in der jeder seinen Platz hat und jeder eine Bereicherung für den anderen ist. Und das liebe ich. Wow, das sind schöne Worte zur letzten Frage, die ich hatte. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke Akpe. Auch. Miss Wakbo. Das ist Ewe. Ne? Ja, das war Ewe. Miss Wakbo. Danke auf deiner Muttersprache. Ich danke dir von Herzen, Emily. Ja, bevor wir das beenden, weil ich gerade im Augenwinkel sehe, dass da auch dein Buch steht, würde ich das gerne einmal kurz holen und mal vielleicht zeigen. Okay. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht anfangen, darüber auch zu erzählen. Du hast ja auch ein Buch zu deinem Ansatz geschrieben. Ja. Ich finde, das wäre nochmal die Möglichkeit, ja auch das vielleicht sichtbar zu machen. Gut. Ja? Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe damals auf Anfrage von meinen Klienten eben das Buch geschrieben, Leb, was du träumst. Und das ist ein rein Trainingsbuch. Da sind alle Elemente drin, womit wir zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Wow. Und du hast mir heute Morgen noch verraten, ne? Dass du dir mal gewünscht hast, irgendwann ein Buch zu schreiben. Ja, da war ich 12 Jahre alt. Da habe ich mir gesagt, eines Tages werde ich liebe Bücher. Weil in den Büchern steckt Menschen drin. Ich habe viele Freunde in Büchern gefunden. Damals, als ich ganz, ganz schüchtern war, die Bücher waren meine Rettung. Und ich kann jedem empfehlen, Bücher zu lesen. Es befreit. Wissen befreit. Ja. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ja. Ich warte noch mal ganz kurz, ob noch eine Frage kommt. Mhm. Also wenn ihr eine Frage an die wundervolle Emily Maruko Valentin habt, ist es die Gelegenheit. Sollten die aber jetzt gerade auch nicht aufkommen, ist das gar kein Problem. Wir werden ja die Kontaktdaten auch weitergeben. Genau, ich werde das auch noch mal unter dem Bild, was wir kreiert haben, also unter meinem Flyer veröffentlichen und auch später, wenn ich dieses Interview auf meinem YouTube-Channel Health Exchange hochlade, dann werde ich das dort auch nochmal verbreiten, damit ihr Kontakt zu Emily aufnehmen könnt. Oder ich euch verbinde oder wie auch immer, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ansonsten bleibt mir nur, euch zu danken für euer Interesse, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für deine Zeit auch nochmal, Emily, dafür, dass du dein Wissen mit uns teilst, dass du diese wundervolle Arbeit leistest und Menschen darin unterstützt, ihre Träume zu verwirklichen, ihre Ziele, ihre Heilungsprozesse begleitest. Und das finde ich einfach wundervoll und ich persönlich bin immer sehr inspiriert von dir, auf persönlicher, fachlicher und ganz in anderen Ebenen. Vielen, vielen Dank, Katrin. Du bist eine wundervolle Mensch. Ich sage nicht Persona, sondern Mensch.
das möchte ich ausdrücken. Und von ersten Tag habe ich dich als Mensch geliebt und liebe dich weiter als Mensch. Und ich wünsche mir, dass wir hier weiter lange zusammen arbeiten und auch Freunde und Schwestern bleiben. Oh, das kann ich nur so zurückgeben. Oh. Und also, für euch alle, die uns zuschauen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich weiß, ihr alle seid wundervolle Menschen. Ihr seid tolle Kreatur Gottes. Und das sollt ihr täglich hochhalten. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr nicht wertvoll seid. Ihr seid toll. Ich lerne euch kennen und ich liebe euch in eurem So-Sein. Vielen Dank. Danke für eure Zeit. Ja. Habt einen schönen Sonntag. Ich sehe im Chat, da sind Zustimmungen, Kommentare, Herzen, Liebe. Vielen Dank für eure Unterstützung in jeglicher Art. Und bis zum nächsten Interview. Tschüss!